Ah, Chad Dorino. Boah, Chad, ich bin so glücklich, dass ich einfach ganz normal wie ein normaler Mensch live bin. Ich kann mit euch reden, ich kann euch lesen, ich kann euch sehen, ich kann euch fühlen, ich kann euch hören, ich kann euch riechen. Bruder, dieses Karrieremodus, das hat mein Ende gebracht, ja. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, ich bin einfach live und ich rede. Nein, Mensch, wir gehen heute rein in Reactions. Ich will heute YouTube-Videos gucken. Ich will Zivilisation sehen. Mein Vater schreibt mir, ich habe meinen Vater ignoriert. Ich bekomme einen Brief vom Finanzamt, ich habe Finanzamt ignoriert. Heute habe ich Rede gemacht. Ich war draußen in der Luft. Chat, was können wir machen? Was können wir reacten? Ich habe Bock, ein paar Videos mir anzuschauen. Ah, Bruder, wir ziehen uns das hier rein. Safe. Unser Bruder Dave. Wie man mit Snackautomaten reich wird. Bevor das Video startet, möchte ich eine Sache dazu sagen. Ich habe Freunde, die das machen. Und das, die Erfahrung, die ich von meinen Freunden beziehen kann, beide haben mehrere. Der eine hat es in einer Großstadt und in Dörfern, der eine hat es nur in einem Dorf. Diese Dinger lohnen sich in Dörfern. In Großstädten hat es keinen Sinn, so einen Automat aufzustellen. Macht es nicht, vertraut mir einfach, ihr werdet da kein Geld verdienen. Ich habe schon Shops gesehen, die 5 Automaten haben, die haben wieder zugemacht. Ich habe einen Freund, der gesagt hat, ey, ich habe in einer Großstadt und in Dörfern, ich schwöre dir, in Dörfern verdiene ich mehr als in der Großstadt, den in der Großstadt mache ich aus. Hat keinen Sinn. Warum? Weil in der Großstadt gibt es 24-Stunden-Tankstellen, gibt es auch manchmal 24-Stunden-Supermärkte. Da brauchst du einfach so einen Automaten zu gehen. Kein Mensch geht dahin. Jeder geht zur Tankstelle, wenn er was braucht, weißt du? Aber in Dörfern, jetzt kommen wir zu den Dörfern, Chat, wenn du aus einem Dorf kommst mit so, sage ich mal, so 2000 Bewohnern bis 20.000. Oder wenn du in einer Kleinstadt lebst, wo es keine 24-Stunden-Tankstelle gibt und es gibt noch keinen Automaten. Und auch sogar, wenn es einen Automaten gibt, mach auch nochmal auf. Mach auf, Bruder. Mach dich schlau, es lohnt sich. Mach auf. Aber wir gucken uns das Video an. Sagen, solche Automaten hier lohnen sich nicht. Meiner Meinung nach ist das der Cheatcode. Und das sind 41.000 Euro Umsatz. Würden die hier locker über 10.000 Euro monatlich hängen bleiben. Send by, lies es vor. 59.316,30 Euro. Glaubt man dieser Rechnung, dann sind Umsätze von 240.000 Euro pro Jahr mit nur einem einzigen Snackautomaten. Vollkommen absurd, wenn man bedenkt, dass der Verkauf vollkommen automatisiert und ohne Mitarbeiter funktioniert. Was wäre also mit zwei? Mein Freund macht das in einer kleinen Stadt, ungefähr 20.000 Einwohner. Der macht Umsatz gerade pro Maschine so 8.000 Euro im Monat. Und er hat 2 Geräte, glaube ich, oder 3. Er macht gerade so zwischen 15.000 und 20.000 Umsatz. Oder sogar 10 Automaten. Ich will wissen, was hinter... Aber Umsatz, ne? Umsatz. Das heißt nicht, dass alles in der Tasche bleibt. Bei solchen Sachen hast du halt die Ausgaben. ...halb der Snackautomaten steckt. Was passieren muss, damit auch du so einen Automaten aufstellen darfst, wie viel Geld du zum Start in die Hand nehmen musst, welche Produkte am besten... Aber trotzdem, mit so einem Automaten macht er so seine 2.000, 3.000 Euro, weißt du, was ich meine? Die in seiner Tasche bleibt dann. ...funktionieren und vor allem, wie viel Geld wir damit verdienen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 3, reich werden durch Snackautomaten. Klar, dass wir auf der Suche nach dem perfekten Businessmodell mit sehr wenig Arbeit zu sehr viel Geld auch irgendwann bei Automation ankommen. Je mehr Arbeit eben von Maschinen und nicht von uns übernommen wird, desto besser für unser Geschäft, unsere Zeit und am Ende auch unseren Geldbeutel. Und was scheinbar nur wirklich großen Firmen mit riesigen Produktionen in zum Beispiel der Automobilindustrie vorbehalten zu sein scheint, könnte hier in kleinem Rahmen für jeden von uns zur Realität... Bruder, nicht nach 2 Wochen wieder voll machen, ich schwöre dir... Am Anfang, wo er der Erste war in der Stadt, da hat das keiner. Er hat voll gemacht. Er geht gerade weg, er ist im Laden. Er hat noch nebenbei einen Laden, wo er arbeitet. Er musste einfach 2-mal am Tag füllen. Die Leute haben das Ding auseinandergenommen, weil er da so Takis drin hatte und so. Weißt du, Gönnergy zu der Zeit und so. Bruder, das ist geisteskrank. Du musst halt gucken, was gerade so gehypt ist mäßig. Ist crazy. Werden. Automaten eben ist gleich Automation. Das sagt der Name ja schon. Außerdem benötigen wir für eine Skalierung natürlich... Dein Automat kann zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten. Erstmal keine Mitarbeiter, sondern einfach nur mehr Maschinen. Und ob ich am Tag 1, 2, 3, 5 oder 10 Standorte anfahre, um Automaten neu zu befüllen, scheint auf mich erstmal machbar. Und außerdem noch ein ganz anderer Punkt, scheint dieses Business das Perfekte, um es parallel zu einem Vollzeitjob einfach mal mit der Selbstständigkeit auszuprobieren. Schaut man auf den aktuellen Markt, sieht man, dass genau diese Automatisierung immer mehr und fast überall Einzug hält. Es ist
eben nicht mehr nur noch die Automobilindustrie in großen Produktionen, die automatisiert. Supermärkte wie Rewe sind schon weiter als nur Self-Checkout-Kassen. Wir testen direkt hier bei uns vor der Tür in Köln einen Markt, in dem ihr eure Artikel einfach aus dem Regal nehmt, sie in eure Tüte legt und den Laden wieder ohne nerviges Anstehen an irgendeiner Kasse verlasst. Es fühlt sich verboten an. Ich bin einfach rausgesteppt. Es ist basically wie ein riesen Snackautomat, in den man reinlaufen kann. Gefühlt alle Bereiche entwickeln ihre Ideen. Ja, da kennt der Typ noch nicht DM. Wisst ihr, was ihr bei DM machen könnt? Ihr könnt vorher schon bestellen, bezahlen, dann geht es zu DM und ihr redet mit niemandem. Ihr macht gar nichts. Ihr haltet euer Scan an so ein Regal. Zack, Tür geht auf. Alles ist fertig gepackt in einer Tüte und kostet nicht extra. Ich habe einfach Werbung gemacht gerade für DM, Gänsehaut. Hin zur Automation und setzen mehr und mehr auf Maschinen und zeigen damit, dass es geht. Jeder von euch, der schon mal in Japan oder Holland Urlaub gemacht hat, hallo, ich bin gerade in Japan, liebe Grüße, kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es auch hier bei uns Realität werden könnte, mehr an Automaten einzukaufen. Weil dort funktioniert es schon wunderbar. Es geht einfach, schnell, deutlich digitaler als in den meisten Spätis oder Kiosken, alleine dadurch, dass ich mit Apple Pay und Karte zahlen kann und vor allem anonym. Was ein Punkt ist, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen darf. Und eben nicht ohne Grund schießen gerade überall in den Großstädten 24/7 Automatenkioske und auf dem Land irgendwelche einzelnen Automaten am Straßenrand aus dem Boden. Und genau das wollen wir auch, aber es gibt so viel zu klären. Welcher Automat ist der richtige? Wie finde ich den richtigen Standort? Welches ist das richtige Sortiment? Wie viel Geld muss ich am Anfang mit an den Tisch bringen? Und wie viel Geld können wir überhaupt damit verdienen? All das kann ich nicht beantworten und wir bräuchten jemanden, der all das professionell seit Jahren macht, tausende Geräte an tausende Kunden verkauft hat und diese professionell betreut. Und natürlich haben wir genau den. Bevor wir uns aber gleich einen fertigen Standort anschauen und mit einer jungen Person sprechen, die den Schritt ins Automatenbusiness gewagt hat, starten wir an der Quelle bei Heest. Und starten auch mit der wichtigsten Frage, kann es überhaupt realistisch sein, dass René Schmock wirklich 60.000 Euro Umsatz in 3 Monaten mit nur einem Automaten gemacht hat? Begrüße ich dich? Nö. Bevor wir aber da ankommen und irgendein Automat ähnlich viel Kohle einbringen kann wie unser normaler Job, muss einiges passieren. Und vor allem brauchen wir einen Automaten. Aber welchen Automat? Also hier sehen wir zum Beispiel ein klassisches Gerät. Das ist der G-Snack 10 Outdoor, das nachgefragteste Gerät, was wir aktuell haben und auch das nachgefragteste Gerät am gesamten Markt. Ja, und wenn wir hier durchgehen, sehen wir unterschiedlichste Varianten über schwarze Outdoor-Automaten. Hier hinten sehen wir bei uns die Technik. Hier ist quasi das Herzstück. Unsere Techniker, in der Regel so um die 3-4 Leute, die permanent im Einsatz sind, bauen hier die Automaten auseinander, bauen sie wieder zusammen, verbauen die Komponenten, über die wir gesprochen haben und schicken dann die Geräte an den Kunden raus. Okay, schön und gut. Wie viel Geld muss ich aber tatsächlich in die Hand nehmen, um jetzt von null wirklich mit dem Business zu starten und einen Automaten nicht nur gekauft, sondern auch aufgestellt, befüllt und genehmigt zu haben? Wenn wir jetzt über die Automaten sprechen, die wir alle wahrscheinlich gerade so aus den sozialen Medien kennen, dann würde ich sagen, rechnest du ungefähr so 9.000 bis 11.000 Euro für den Automaten netto. Dann boah, der macht stark. Mit Boxautomat. Der war richtig, Kinder. Aber Chat, ich würde euch das nicht empfehlen. Ihr braucht nicht so einen krassen Automaten. Holt euch einen gebrauchten für so 6.000, 7.000 Euro, wenn ihr das macht. So neu gekauft, das ist voll Müll. Die Leute verarschen einen, Digga. Das ist so teuer. Mein Freund hat einen gebrauchten gekauft. Und jetzt mittlerweile baut er Automaten. Er sagt, das ist so einfach, das hat so wenig Komponenten. Er baut die gerade selber und zahlt sozusagen. Das ist aber schwer, das kann ich euch nicht empfehlen, weil ihr müsst einfach nur einen gebrauchten kaufen und dann checkt ihr schon diesen Automaten und dann könnt ihr so die Einzelteile selber kaufen, selber bauen und dann habt ihr es so umgerechnet für 3.000 Euro ungefähr. Richtig gute mit Alters-ID-Check und so Ausweis. Weil er wollte zum Beispiel Hotchip verkaufen, ne, zu der Zeit, wo Hotchip richtig im Hype war. Er durfte nicht, weil da kein Dings war, Ausweis-Check, weil das darf man erst ab 18, weißt du, wegen Kinder und so. Aber so 11.000, 12.000 Euro, da, bitte, ihr holt lieber gebraucht, Digga. Kein Mensch juckt es, wie dein Automat aussieht. Guck einfach nur, was für Fähigkeiten der hat. So Touchscreen und so weiter braucht kein Mensch, Digga. Das ist viel zu teuer. Hinzu kommen vielleicht noch... Verkauft dein Freund auch Vapes? Ja, er verkauft jetzt auch Vapes. 1-2 Unkosten, was den Standort angeht, wenn du eine Stromleitung legen musst und natürlich deinen Wareneinsatz. Beziffern wir ihn einfach. Bruder, zahlt man für den Platz? Ja, das ist das Problem. Aber das ist auch gleichzeitig kein Problem. Sorry, wenn ich gerade so viel unterbreche, aber warte kurz, jetzt muss ich essen. Ladenmieten, dumm. Ausgabe, unnötig. Geh an einen Platz und wenn das eine Fahrschule ist oder ein Restaurant ist, ein Friseursalon ist oder ein ganz normales Haus ist, eine Wohnung ist, klingel, frag die, darf ich einen Automaten hier aufstellen? Wie viel wollt ihr dafür haben? Fertig aus. Ich gebe euch 150 Euro, darf ich diesen Automaten hier stehen lassen? Und so macht er das. Ohne irgendeine Genehmigung von der Stadt oder sonstiges,
Er sagt, hier, ich zahle deinen Strom. Ich gebe dir nochmal 150 Euro jeden Monat. Das soll einfach hier stehen. Vor Schule, aber vor Schule weiß ich nicht, weil Schule, weiß ich nicht, wie das mit Genehmigung ist. Das ist viel zu kompliziert mit so staatlichen Sachen. Einfach so private Leute, Selbstständige. Keine Ahnung, vor Versicherungsmaklergebäude oder so, vor einem Friseurladen. Geh zu dem Friseurladen, sag zu dem Friseur, ey, darf ich hier einen Automaten reinstellen? Ich gebe dir 200, 300 Euro jeden Monat. Fertig, aus. Wofür willst du Dings machen? Wofür willst du einen Laden mieten, der dich 600, 700 kostet, Digga? Das ist voll unnötig. Aber natürlich musst du Glück haben, ne, dass die Leute das auch mitmachen. Er hat zum Beispiel das Problem, er fragt viele Ältere, weil bei uns im Dorf leben nur Ältere und die sind immer so skeptisch. Die denken, es ist Enkeltrickbetrüger. Aber manche, er hat zum Beispiel auch einen Ort gefunden, wo der Typ gar nichts von ihnen haben will. Er sagt, ja, scheiß drauf, stell auf. Er will nichts, er hat einmal, ist Glückssache, Bruder. Vielleicht 1500 Euro, sodass man alles in einem zusammen sagen kann. Also wenn du irgendwo 10.000 bis 12.000 Euro zur Hand hast, sozusagen, musst du sie auch nicht komplett zur Hand haben, dann ist das so der Start, wo ich sage, damit kannst du sehr, sehr vernünftig Geld verdienen. Man merkt, es steckt deutlich mehr dahinter, als einfach einmal die Woche seine Umsätze am Automaten abzuholen. Wir brauchen Planung, Vorbereitung und eine Menge Kalkulation. Einkauf, Verkauf und so weiter. Umso besser, wenn man dabei seine Finanzen im Blick behält. Und dabei hilft Finanzguru kennen. Herausgestochen und das war der von René Schmock. Ja. Der hat seinen Umsatz gezeigt, der stand nach den ersten drei Monaten, der hat einen Umsatz gezeigt von 59.000 Euro. Ist das Punkt 1 überhaupt realistisch und wahr? Und Punkt 2, denkst du, dass das für irgendwen, der selber keine Reichweite hat, in dem Maße möglich ist oder ist das nur möglich? Bruder, ich spare auf einen Automaten, habe perfekte Standort, direkt neben so einem Dorfdönerladen und ich habe bei ihm mal Schwarzarbeit auf sein Dach gemacht. Er lässt mich safe aufstellen, richtig Baba, ich spare. Ey Bruder, wie viel Einwohner hat dein Dorf? Wie viel Einwohner hat dein Dorf? Und gibt's da schon Automaten? Rede mal kurz. Ich komme aus Wuppertal, aber das Dorf ist Fellbad. Muss kurz gucken, wie viel Einwohner. Ich kenne Fellbad. Hisham kommt doch von da. Muss kurz gucken, wie viele Einwohner das direkt neben Wuppertal hat und hab da noch nie einen Automaten. Bruder, wenn in Fellbad kein Automat ist, was ich mir nicht vorstellen kann, und keine 24-Stunden-Tankstelle, dann mach sofort. Aber Fellbad ist kein Dorf, Bruder. Weil das René Schmock ist. Von 1000 Euro Umsatz bis zu der genannten Zahl von René Schmock ist... Ja, das weiß jeder, dass Hisham daherkommt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch da wohnt. Prinzipiell alles möglich. Im Fall von René ist es natürlich schon so, der hat eine Reichweite. Völlig klar. Und das, was man da sieht, das wird schon so sein, definitiv. Aber das ist dem auch, sag ich mal, so ein bisschen gezollt, dass es René Schmock ist. Mit einem guten Standort und einem guten Automat wirst du dich fast vielleicht sogar ein bisschen erschrecken, weil du ansonsten ja gewohnt bist, vielleicht einen Angestelltengehalt zu haben oder dergleichen. Und wenn du merkst, dass dein Standort gut angenommen wird, dann kann das vielleicht auch mal gleich auf sein. Das ist durchweg möglich. Für eine wirtschaftliche Betreibung brauchen wir nicht nur einen Automaten, sondern vor allem auch Sortiment. Sortiment, das die Leute wirklich haben wollen. Zu einem Preis, den die Leute bereit sind zu zahlen, der aber gleichzeitig noch Gewinne für uns hat. Daher die Frage, was sind die besten Produkte für so einen Automaten in 2024? Also ein Top-Produkt. Neue Red Bull-Sorten, Vapes. Süßigkeiten, so aus Amerika. Wo ich immer wieder auch persönlich die Erfahrung mache, dass ich mit Standorten oder wir mit Standorten sehr, sehr gut angenommen werden, sind nach wie vor Vapes. Du zahlst für eine Vape an der Tankstelle oftmals deine 12, 13 Euro. Wenn du ein guter, verlässlicher, breit aufgestellter Anbieter von Vapes zum Beispiel bist, dann wird sich das, ob organisch oder unorganisch, rumsprechen. Am Ende kommt es aber natürlich darauf an, welches Klientel wir am Automaten erwarten. Sind es junge Erwachsene, dann sind Vapes natürlich hoch im Kurs. Würde der Automat aber zum Beispiel an einem Rastplatz oder Bahnhof stehen, nein, in dem viele Pendler unterwegs sind, könnte natürlich auch einen Kaffee oder Bahnhof hast auch keine Chance. Am besten laufen. Man muss also schauen, was die richtigen Produkte für den jeweiligen Standort sind. Leckerland, einer der größten B2B-Lieferanten für Kioske, Tanken und eben Automaten, bietet zum Beispiel Hilfe bei der Auswahl des Sortiments an und zeigt online öffentlich, welche Produkte die Topseller in welcher Kategorie sind. Bei Getränken sind es diese hier, bei salzigen Snacks diese, bei süßen diese und bei Elektronik diese. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch so viel mehr. Hygiene und Kosmetikartikel, Eis, fertige warme Speisen und so weiter. Die Liste ist wirklich endlos. Wichtig für uns ist am Ende... Ich habe einen anderen Kollegen. Ich höre mich langsam an wie so ein Shisha-Bar-Talk-Rede. Aber Bruder, ich rede einfach. Wer glaubt, glaubt. Wer nicht glaubt, glaubt nicht. Er hat im Sommer ein Ahuschar-Mutter Slush-Eis, nicht Slush-Eis, wie Soft-Eis-Automaten gemacht. Soft-Eis-Automat. Dieser Automat hat ihm, glaube ich, so 20.000 Euro gekostet. Er hat das irgendwo an so einem See irgendwo aufgestellt. Er hat Mutter gefickt. Wisst ihr, was Soft Ice bedeutet? Mutter. Aber diese Eismaschinen sind richtig teuer.
dass wirklich Kohle hängen bleibt. Also die Frage, wie hoch ist die Marge, mit wie viel Gewinn können wir rechnen? Gängige, gute Standorte, den, wo ich selber sage oder wir selber sagen, das ist ein guter und rentabler Standort, der macht zwischen 3.000 und 6.000 Euro Umsatz im Monat. Wenn du gut kalkulierst, und da geben wir natürlich auch immer unser ganzes Wissen weiter, also du solltest mischkalkulativ immer so auf so eine 100% kommen, das heißt 50% von dem, was du umsetzt, ist der Einkauf sozusagen, dann bleibt ein kleines bisschen weniger als die Hälfte bei dir hängen. Wow. Würden wir einen wirklich top laufenden Automaten haben wollen, der uns 2.500 Euro Gewinn im Monat einbringt, dann müssten wir Produkte im Wert von 5.000 Euro verkaufen. Wir wären am Tag in einem normalen 30-Tage-Monat ca. 167 Euro Umsatz pro Tag. Das hört sich erstmal machbar an. Aber gehen wir davon aus, dass wir ein gemischtes Sortiment haben, einige günstige, auch ein paar teurere Produkte wie Elfbars. Und wir averagen irgendwo einen Preis zwischen 4 und 5 Euro pro Einkauf bei unserem Automat, wären das immerhin zwischen 30 und 40 Einkäufe am Tag. Und das muss man erstmal schaffen. Wir brauchen einen richtigen Standort. Einen, an dem richtig viele Leute vorbeikommen und wir dann auch richtig viele Leute, eben 30 bis 40, davon überzeugen können, tatsächlich bei uns einzukaufen. Der perfekte Standort, da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze. Es gibt wirklich den Kunden, der nimmt den vielbefahrenen Bahnhof sozusagen als wirklich hohen Traffic-Standort, hat da vielleicht sofort super Umsätze. Gleichzeitig gibt es genauso Kunden, die fokussieren sich zum Beispiel auf Dorfkerne, weil sie sagen, in dem Dorf selbst ist eine Verpflegung nur zeitlich begrenzt Rede. Oder gar nicht möglich. Man muss zwei Dörfer weiterfahren und die stellen gezielt ihre Versorgungsautomaten dort auf, wo man abends doch nochmal los muss, eine Cola brauchen, Snickers braucht oder einen Corona-Test oder was weiß ich. Am Ende müssten wir in unserer Rechnung mit 2.500 Euro Überschuss pro Monat circa 4 Monate arbeiten, damit sich unser 10.000 Euro teurer Automat von selber abbezahlt. Danach geht der Gewinn dann in unsere Tasche. Hört sich erstmal gar nicht so schwierig an, würde man meinen. Wie sieht es aber tatsächlich aus, wenn man sich jetzt in jungen Jahren dazu entscheidet, ins Automaten-Business einzusteigen? Um diese Frage zu klären, habe ich mich mit jemandem getroffen, der genau das getan hat. Ich bin Niklas, 23 Jahre alt und das ist mein Automatenkiosk. Wir haben hier auf der Seite 5 Automaten stehen. Genau, wir haben hier Energy Drinks drin, Wasser, Alkohol. Das sind so die klassischen Sachen, die immer sehr gerne gekauft werden. Hier haben wir einen ganzen Automaten. Der Dreckige. Gönnergy für 3 Euro, hm? Gönnergy für 3 Euro, hm? 100% Gewinne. 1,50 kaufen, 3 Euro verkaufen. Schmeckt. Automaten, der nur mit Welch gefüllt ist. Elfbar Pots, die laufen immer noch flairbar, läuft sehr gut. Dann haben wir hier noch unseren Eisautomaten. Wichtig hier zu sagen ist einfach, dass er sehr wetterabhängig ist. Wenn aber mal super Wetter ist, 25 Grad hatten wir jetzt auch schon teilweise, dann wird da schon einiges verkauft. 20, 30 Eis sind dann schon mal an einem guten Tag um die 100 Euro Umsatz nur durch einen einzigen Automaten. Ja, dann habe ich hier einen Kaffeeautomaten, der wird häufig morgens immer benutzt. Also da werden morgens dann schon gerne mal ein paar Kaffee gekauft. Ja, hier haben wir auch einen ganz besonderen Automaten, sogenannte Lockboxen. Hier haben wir einfach die Möglichkeit, alles reinzutun, weil wir hier auf keine Größe wirklich beschränkt sind. Und das ist der Hintergedanke, dass man hier auch große Sachen verkaufen kann. Jetzt zum Beispiel an Mutter- und Vatertag hatte ich immer viele kleine Tassen drin stehen. Aber ich habe dann auch am Tag... Voila, stark, Digga. Das maximale Kinderverarsche, diese hier. Aber so stark, Digga, voila, bei Gott. Zum Beispiel an Mutter- und Vatertag hatte ich immer viele kleine Tassen drin stehen. Aber ich hatte dann auch am Tag, hört sich jetzt nicht viel an, 5 bis 10 Tassen verkauft. Aber das sind dann auch 50 bis 100 Euro Umsatz. Hört sich erstmal ziemlich einfach an. Aber ist es tatsächlich so einfach? Jägermeister, oder? Wie wir uns das vorstellen und wie es auf TikTok häufig beschrieben wird. Was auch sehr viele immer vergessen ist, dass ich auch regelmäßig hier hin muss. Ich komme circa alle 2 Tage auf jeden Fall hier hin. Oft bin ich auch täglich hier. Also ist auf jeden Fall essentiell, dass ich vorbei. Boah, das war doch voll dumm, dass er das jetzt gezeigt hat, dass da so viele Sachen sind. Oder die werden in die Tür eintreten, Alter. Vorbeikomme, weil wenn ich hier die Ware nicht in die Automaten fülle, dann mache ich halt auch ein... Aber ist ja eh alles versichert, juckt ihn ja nicht. Einfach keinen Umsatz mehr, ne? Weil wenn die Automaten leer sind, was möchte man kaufen? Nichts. Also der Gedanke, dass man hier einfach nur Automaten aufstellt und sich hier nicht mehr aufhalten muss und passives Geld irgendwie einnimmt, das ist totaler Quatsch. Ich muss die Ware befüllen, ich muss hier hinkommen, um das Geld zu entnehmen aus den Automaten, weil das möchte ich. Oh nee, nicht das Geld raus, Timolai. Chat. Ich muss nochmal zurück zum Laden, ich habe das Geld vergessen in der Kasse, ich muss das Geld nochmal abholen, oh nein. Wir natürlich auch nicht lange hier drinnen liegen haben. Ich zahle ca. 350 Euro an Strom. Ich zahle knapp 2.000 Euro Miete im Monat. Dann kommen nochmal ungefähr 300 Euro an Versicherung. Also meine Fixkosten belaufen sich circa auf 3.000 Euro im Monat.
Aber warum das ist doch auch noch sein Einkauf, das sind doch auch noch seine Ausgaben. Okay, Kosten schön und gut, aber wie viel Geld können wir verdienen? Wie viel Umsatz macht Niklas stellvertretend für all diejenigen, die sich in jungen Jahren mit so einem Business selbstständig machen wollen? Und wie viel Gewinn bleibt hängen? Wenn wir jetzt über das Thema Umsatz sprechen, ist halt erstmal wichtig, dass ich gerade im April erst gestartet habe. Also das ist jetzt mein zweiter Monat, der auch noch nicht komplett rum ist. Aber ich hatte im ersten Monat ca. 3.500 Euro Umsatz. Diesen Monat ist es schon nochmal deutlich mehr, da liege ich ungefähr bei 4.500 bis 5.000 Euro Umsatz. Also wenn sich das prozentual weiter so entwickelt, dann habe ich im nächsten Monat auf jeden Fall schon kein Minus mehr, was ich dann im Monat habe. Und wenn alles, was dann darüber hinauskommt, ist dann Bruttogewinn für mich. Das Geschäft hat gerade durch die Mietoption, aber auch durch relativ geringe Investitionskosten von 12.000 Euro für ein Gerät inklusive Anschluss und... Chill mal, Chat, er hat neu angefangen. Aber Bruder, ganz wichtig. Die Sache, die er macht, ist komplett was anderes als die Sache, die ich euch erzählt habe, was mein Freund macht. Deshalb, ich sage immer noch, meiner Meinung nach, denkt gar nicht an einen Laden. Das ist viel zu viel Last. Habt ihr gesehen, wie viele Automaten er da drin hat? Man kann natürlich diese Automaten auch leasen oder finanzieren. Aber dieser Druck für euch ist einfach viel zu groß. Deswegen, wenn ihr in einem Dorf wohnt, ihr habt ein bisschen Geld gespart und in eurem Dorf ist kein Automat, ich kann euch das wirklich empfehlen, Digga. Es tut mir leid, ich will euch nicht aufzwingen oder so, aber ich kann euch das wirklich empfehlen, Bruder. Ich meine das ernst. Bevor du einen Automaten kaufst, frag jemanden, ob du es da hinstellen darfst. Vielleicht hast du selber ein eigenes Haus in deinem Dorf, kannst es vor deine eigene Haustür legen. Mach es. Wenn du so um die 4.000, 5.000 Euro hast und du lebst in einem Dorf, da sind keine Dings, mach es, Bruder. Sortiment eine wirklich geringe Einstiegshürde. Sollte das... Das ist das erste Mal wirklich, glaube ich, dass ich irgendwas wirklich so ernsthaft euch empfehle, Digga. Um Geld zu verdienen, aber das meine ich wirklich, wirklich ernst. Wenn es nicht funktioniert, ist das Gerät ja nach wie vor etwas wert. Könnten wir auch wieder fragen. Warum ich auch so drinne bin in diesem Thema, das habe ich euch nicht gesagt. Jetzt kann ich euch das sagen, weil ich es nicht machen werde. Vor einem Jahr habe ich selber aktiv im Hintergrund, ohne jemandem was zu sagen, an dieser Sache gearbeitet. Und ich wollte einen Laden aufmachen mit 24-Stunden-Dings, wo ich dann selber halt erfahren habe, dass dass das Konzept mit einem Laden aufmachen nicht so lukrativ ist. Deswegen habe ich das dann sein gelassen, weil in unserem Dorf sowieso schon genug Automaten waren. Würde in Bad Pyrmont nicht ein Automat sein, dann Wallabilla, ich würde das machen, ich schwöre. Wir wollten damals, ich hatte einen Freund, wir sind richtig hinterhergerannt mit Stadt angerufen, Genehmigung, Laden schon besichtigt, alles. Aber haben wir gesagt, ey, wir haben dann gecheckt, so, guck mal, Miete und so weiter. Dann, und zur gleichen Zeit hat das dann mein Freund aufgemacht in Pyrmont, hat gezeigt, was er nur mit einem Automaten verdient, ohne Laden. Dann dachte ich mir, das ist voll dumm, warum soll ich einen Laden? Diese Automaten laufen mit Laufkundschaft, weißt du, was ich meine? Und wenn im Dorf nichts ist, dann ist die Leute müssen dahin. Jeder Dorfbewohner weiß, bestimmt, dass es, wenn Tankstelle zu hat oder die nächste Tankstelle 10 Kilometer entfernt ist. Kaufen, also alles in bester Ort. Außerdem ist das Gerät relativ gut zu transportieren, was bedeutet, dass wir neben dem Sortiment auch den Standort anpassen können. Läuft das Ganze, ist die Skalierbarkeit auch gegeben. Wir können einen zweiten, dritten, fünften, zehnten Automat aufstellen und es so immer größer machen. Der Aufwand bleibt hierbei meiner Meinung nach wirklich überschaubar. Klar, weiter optimieren, Sortiment ausbauen, bestellen und auffüllen kostet auch etwas Zeit, aber es ist wirklich, glaube ich, gut machbar, neben zum Beispiel einem Fulltime-Job. Haben wir irgendwann noch mehr Automaten, sollten unsere Margen auch besser werden. Wir könnten mehr Artikel zu geringeren Preisen einkaufen, so unsere Marge einfach nach oben bringen. Ich muss wirklich sagen, ich verstehe den Hype um Snackautomaten und könnte mir gut vorstellen, in irgendeiner kommenden Serie genau das mit euch gemeinsam zu probieren. 1, 2, 10 oder 20 Automaten aufzustellen. Und ich denke, dass wir noch lange nicht am Ende vom Automatenhype sind. Siehe Japan oder Holland. Wenn das in Deutschland wirklich gut angenommen wird, ist es eine Top-Option, um 24/7 anonym, digital Dinge in allen Formen und Farben zu kaufen. Wenn ihr weitere Ideen für tolle Geschäfte habt, die ich beleuchten soll, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Okay, geil. Boah, fühlt sich das gut an, ja? Ich habe einfach wieder reacted, wie ein normaler Mensch, wie ein schöner Mensch, Digga. Digga, ich schwöre, ihr wisst nicht, wie mich das belastet hat, ne, diese Challenge.